Ja, herzlich willkommen bei Garage Marketing. Für unsere deutsche Zuhörer mag das ein bisschen komisch klingen. Garage Marketing, was soll eigentlich das bedeuten? Ich kann nur so viel dazu sagen. Bei uns in der Schweiz sagt man in einem Autohaus auch eine Garage. Und mit Garage Marketing machen wir in der Schweiz Marketing für Autohäuser. Ganz einfach. Im heutigen Video möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, wie das Ganze so funktioniert betreffend Themen auf Social Media. Wir machen ganz viele Trainings und da ist immer wieder die große Frage, ja, was soll ich eigentlich auf Social Media berichten? Und dazu habe ich drei Punkte mir notiert. Ich spicke mal hier auf meinem Laptop. Der eine Punkt ist, wer ist eigentlich mein Kunde? Der zweite Punkt ist, mein Profil auf Facebook oder auch natürlich auf Instagram und die anderen Plattformen. Und der Punkt 3, was wollen wir eigentlich erzählen? Was erzählen Sie heute? Gehen wir mal zu Punkt 1. Wer ist mein Kunde? Wir können eigentlich sagen, Ihr Kunde ist ein Autofahrer. Meistens, vielleicht ist auch ein Kunde ein Lieferant oder ein Partner. Wenn wir den Punkt 2 anschauen, dann sind wir Facebook. Warum schalten genau Sie ständig Verkaufsaktionen? Verkaufsaktionen sind etwas so viel wert wie nicht viel. Weil, wenn wir uns mal wirklich überlegen, dass Verkaufsaktionen auf den Social Media Plattformen an bereits bestehende Kunden gehen, dann verschenken Sie ganz viel Geld. Wenn Sie Ihr aktuelles Facebook-Profil mal analysieren, schauen Sie mal, kontrollieren Sie mal, wie viele bereits bestehende Kunden bei Ihnen auf Ihrem Profil aktiv sind. Ich kann Ihnen sagen, aus unserer Erfahrung werden dies meistens 70 bis 80% aller Kunden sind auf Ihrem Facebook-Profil. Es bleiben also noch 20 bis 30% anderer Kunden, respektive Leute, die Sie noch nicht kennen. Und wenn wir jetzt mal vorstellen, dass Sie ständig Verkaufsaktionen promoten auf den Social Media Plattformen, auf Facebook und die immer eigentlich an 70 bis 80% an bereits bestehende Kunden gehen, dann frage ich mich wirklich, was bringt's? Da kommen wir gleich zum dritten Punkt. Um welche Themen soll es eigentlich gehen? Ja, Verkaufsaktionen, wie vorhin schon gesagt, ist natürlich das Einfachste. Neuheiten, das ist auch ziemlich einfach. Irgendein Fahrzeugcheck, das ist auch ziemlich einfach. Aber wenn 70 bis 80% der Leute bereits bestehende Kunden sind, was möchten die über uns erfahren? Drei Punkte hierzu, natürlich. Ich vergleiche das immer wieder ein bisschen so. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in ein Autohaus, gehen an den Kundendienst und was ist so normalerweise hinter dem Kundendienst? Ist wie hier, ist eine große Wand und ich sehe nicht in die Werkstatt. Also wenn mein Auto dann fertig ist und ich komme es abholen, dann steht mein Auto dort und ich sehe genau zwei Sachen. Ich sehe die Rechnung und ob es sauber ist oder nicht. Und dann fragen sich natürlich viele Leute, ja, warum kostet dir das Öl 20, 30 Euro? Warum kostet eine Stunde Arbeit 200 Euro? Für viele Kunden nicht nachvollziehbar. Also müssen wir uns mal überlegen, was passiert eigentlich in einem Autohaus hinter dieser Wand? Und was können Sie dem Kunden mitgeben an Informationen, was bei Ihnen eigentlich so passiert? Punkt 2, interessant sein. Also stellen wir uns vor, der Kunde ist bei uns schon auf Facebook, er hat uns geliked, er folgt uns, also müssen wir für den Kunden interessant sein. Und interessant können wir eigentlich nur dann sein, wenn wir immer wieder gute Tipps und Tricks von meinem Autohaus geben. Das heißt, der Kunde möchte erfahren, wie so eine Schneekette aufgezogen wird. Ich mache nur ein Beispiel. Der Kunde möchte mal erfahren, wie ein Auto richtig poliert wird und so weiter. Zeigen Sie dem Kunden, was Sie hinter dieser Wand tun. Punkt 3. Ja, ich habe schon erwähnt, Tipps und Tricks aus Ihrem Autohaus. Das ist der speziell wichtige Punkt. Weil Tipps und Tricks, genau da können Sie sich gegenüber Ihrer Konkurrenz distanzieren, respektive differenzieren. Und genau so sollte es eigentlich sein. Geben Sie dem Kunden die Tipps und Tricks, so dass der Kunde Sachen erfährt, die er sonst nirgends erfährt. Und wenn er sie bei Ihnen erfährt, dann steigen Sie automatisch die Sympathie und natürlich das Vertrauen. Und so werden immer mehr Leute
Ihrem Account folgen, weil Sie dort wirklich mehr erfahren als einfach nur plumpe Verkaufsaktionen. In meinem nächsten Video werden wir in die Tiefe gehen, was Themensuche betrifft auf Facebook, wirklich die Themen, die wichtig sind, Themen, wie man eine Story aufbauen kann, dass man interessant bleibt. Bleibe dran, folge mir auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook natürlich und bis bald. Dein Beat Jenny von Garage Marketing. Bis bald. Tschüss.